Sri Lanka wird der Import von Palmöl ab sofort verboten und Peking ist jetzt weltweit die Hauptstadt mit den meisten MilliardärInnen. Das und mehr habe ich jetzt gleich für euch und somit Hallihallo und schönen Vormittag am sonnigen Freitag. Heute wird ein richtig schönes Tagerl. Sri Lanka hat den Import von Palmöl mit sofortiger Wirkung verboten. Der Präsident Gotabaya Rajapaksa ordnet außerdem an, dass die Palmölplantagen in dem Inselstaat schrittweise auf andere Pflanzen umstellen sollen. Diesen Schritt hat der Präsident vor einigen Jahren im Wahlkampf angeordnet. Jedes Jahr sollen so rund 10% der bisherigen Palmölplantagen verschwinden. Im Verhältnis wird in Sri Lanka relativ wenig Palmöl produziert, ca. 18.000 Tonnen pro Jahr. 200.000 Tonnen hingegen werden jährlich importiert. Kritik an den Plänen kommt daher vor allem von der palmölverarbeitenden Industrie. Genutzt wird das umstrittene Öl unter anderem für Backwaren, Tierfutter oder Seifen. Peking ist jetzt weltweit die Hauptstadt mit den meisten MilliardärInnen und überholt somit den bisherigen Spitzenreiter New York. Das hat das US-Wirtschaftsmagazin Forbes bekannt gegeben. Mittlerweile leben in der chinesischen Metropole ganze 100 MilliardärInnen. Das sind immerhin um 33 mehr als noch vor einem Jahr. In New York sind es nur 99, ein Plus von 7 gegenüber dem Vorjahr. Ganze 7 Jahre lang in Folge war die US-Ostküstenmetropole mit rund 8,3 Millionen EinwohnerInnen Nummer 1. Auf den weiteren Plätzen folgen Hongkong mit 80 und die russische Hauptstadt Moskau mit 79 MilliardärInnen. Von der wachsenden Wirtschaftskraft Chinas zeugt auch die Tatsache, dass mit Shenzhen 68, Shanghai 64 und Hangzhou 47 drei weitere chinesische Städte in den Top 10 vertreten sind. Auch wenn es schon eine Zeit her ist, dass wir da mal waren, ich glaube, wir kennen sie alle. Vollgeschmierte Klos in Bars, Kneipen und Clubs. Ein paar von euch werden da jetzt wahrscheinlich sagen, naja, brauche ich jetzt nicht unbedingt, das ist ein bisschen grindig. Andere wiederum, na, das hat schon irgendwas. Anna, Stefan und René gehen sogar einen Schritt weiter und sagen, Kritzeleien am Klo sind Kunst. In der Pandemie haben sie sich am Weg gemacht, sind alle Hamburger Clubs abgerast und haben dort die Toiletten fotografiert. Die dort entstandenen Bilder haben sie dann zugunsten der Kneipen verkauft. Und anfangs waren die ClubbesitzerInnen skeptisch, ob die Bilder überhaupt jemand haben will. Aber jetzt sind sie sehr, sehr dankbar, denn das Projekt bringt ihnen mittlerweile teils fünfstellige Summen ein. Vollgeschmierte Clubklos hat diese junge Österreicherin auch sehr viele gesehen. Tara Tabita, bekannt aus dem ATV-Reality-Format Saturday Night Fever. Dann ging es weiter mit Hirn, Scham und Melonen und Tara und Moni. Mit der großen Liebe hat es leider noch immer nicht geklappt und darum nimmt sie nun an der RTL-Dating-Show Ex on the Beach teil und will den deutschen Reality-TV-Markt erobern. Ab 15. April wird das Format, das in Mexiko gedreht worden ist, zu sehen sein, wo 7 Singles ihre große Liebe suchen. Nur einen Haken hat das Ganze. Sie wird für manche zum Albtraum gemacht. Denn die jeweiligen Ex-PartnerInnen der KandidatInnen werden ebenfalls eingeflogen. Also Zickenkriege, Tränen und Wortgefechte sind im vermeintlichen Paradies also vorprogrammiert. Sicher sehr, sehr amüsant zum Zuschauen. Das war's auch schon wieder mit Push. Bringt den Arbeitstag noch gut rüber und ich mache mich gleich mal ran an die nächsten Themen für euch. Also wieder einschalten und bis gleich. Boom, 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 boom.